Hey Leute, Klaus hier von musiktraining.de. Heute gucken wir uns Mad World genauer an und finden heraus, was an dem Song so genial ist. Ich habe vor kurzem eine Coverversion auf meinem Kanal hochgeladen. Schaut euch die gerne nochmal an oder hört euch den Song so an, dass ihr den gut im Ohr habt. Es ist gut, einen Überblick zu haben, wenn wir jetzt in die Details gehen und Melodien und Akkorde so richtig sezieren. Also das soll die Voraussetzung sein und dann starten wir auch direkt mit dem Intro. Das Intro basiert nur auf zwei Akkorden und die sind schon ganz bemerkenswert, denn F-Moll ist einmal unsere Tonart, mit der der Song auch startet. Und dann haben wir die Subdominante in Dur. Eigentlich würde man Moll erwarten mit dem Des, aber nein, wir haben einen etwas frischeren Klang mit dem D. Und somit sind wir in einer dorischen Tonleiter. Und die klingt etwas hoffnungsvoller als das natürliche Moll. Das ist dorisch. Ich mag die Tonart sehr gerne, weil es so eine gewisse Dur-Moll-Ambivalenz hat. Und da werden wir gleich auch noch eine wichtige Stelle haben, in der das sehr deutlich wird. Auch in der Melodie wird dieser wichtige Ton D vorgestellt, und zwar am Ende der ersten Phrase. Da haben wir das D. Also ihr merkt, die Melodie arbeitet darauf hin und stellt dabei die Tonleiter ganz gut vor. Wir haben fast alle Töne, bis auf einen. Das B fehlt noch. Und das kommt im zweiten Anlauf. Da haben wir das B. Ja, also haben wir das Intro benutzt, um die gesamte Tonleiter vorzustellen. Weiter geht's mit der Strophe. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Beginnen wir erstmal bei den Harmonien. Wir haben einen klassischen Four-Chord-Song, wie wir den schon unzählige Male gehört haben. Das zieht sich über die ganze Strophe. Und ganz interessant zu beobachten ist, dass das alles Dur-Akkorde sind, bis auf die 1, bis auf F-Moll. Sonst haben wir As-Dur, S-Dur, B-Dur. Denkt man gar nicht, wenn man sich diese traurige Version von Mad World vor Augen führt. In dem Song steckt doch ein bisschen mehr Dur, als man glaubt. Zu der rechten Hand oder zur Melodie gibt es auch einiges zu sagen. Die bewegt sich auch auf Dreiklangstönen. Hier alles F-Moll-Töne. Das könnte sehr, sehr langweilig klingen. Das ist eine große Gefahr bei dem Song. Wenn wir jetzt zum Beispiel alles mit F-Moll begleiten, dann klingt das schon relativ öde. Gut, dass es dann einen zweiten Akkord gibt, sodass die Dreiklangstöne hier in einem neuen Licht erscheinen. Und dann muss ich sagen, in der Version von Gary Jules kann ich mir das super gut bildhaft vorstellen. Diese Doppeltöne am Anfang, F, F, As, As, F, F, ist wie so ein Anlauf nehmen. Und dann springe ich hoch und halte mich fest. Drei Töne auf dem C, ich rutsch ab. Drei Töne auf dem B, ich rutsch noch weiter ab. Nochmal drei Töne auf dem B und ich rutsch aber wieder auf meinen Grundton zurück. Und dann versuche ich es nochmal. Das ist auch ein schöner Spiegel zum Intro. Ihr erinnert euch an das Intro. Da, 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 da. Da geht es immer. Na, ha, ha. Diese Seufzer, die nur so nach oben gehen. Jetzt in der Strophe. Familiar faces, worn out places. Da, 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 da. Ja, also wir haben da den Seufzer in die andere Richtung. Ein schöner Spiegel in der Melodie. Dann rhythmisch gibt es auch einiges zu sagen. Am Anfang sind wir im Metrum. Da, 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 auf dem Schnips und danach geht's gegen den Schlag. Da, 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 ba, 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 da, 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 da. Also, der Anfang ist gerade und ab dem zweiten Takt gibt es dann Synkopen, die die Melodie auch
frischer erscheinen lassen. Das sind wichtige Elemente, damit der Song nicht öde klingt. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best. Hier in dem Pre-Chorus wird mir nochmal deutlich, um was für einen einfach gestrickten, aber genialen Song es sich doch handelt. Die Harmonien wechseln sich einfach ab. F-Moll und B-Dur, das kennen wir aus dem Intro schon. Und es ist immer gut, wenn man was hört, was man schon kennt, denn dann fühlt man sich schön aufgehoben als Hörer. So, aber die Melodie greift jetzt auch beide Harmonien auf. Und das ist spannend. Wir fangen genauso an wie in der Strophe, gehen aber den Dreiklang sofort hoch. Und da war bisher unsere Grenze. Und jetzt gehen wir drüber hinaus. Und zwar sofort aufs D, also auf unseren dorischen Ton. Dadurch klingt die Melodie sofort total hell und klar und leicht. Und jetzt fühlt sich das F nicht mehr so an wie eine Resignation, so, ah, da zieht's mich wieder hin, so wie aus der Strophe. Nö, jetzt klingt das Ganze viel tänzerischer und die Melodie kann sich viel freier bewegen. Die kann hier oben sein oder wenn sie will, kann sie einfach wieder auch auf das F gehen. Und ganz toll natürlich diese textliche Entsprechung, find it kind of funny, funny auf dem Dur-Akkord und find it kind of sad auf dem Moll-Akkord. Ist doch immer schön, wenn man so etwas findet. Naja, und dann gipfelt das Ganze in dieser Terz hier oben. Klingt auch wieder so ne, 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 ne. Es hat so was Kindliches, also was super, super Leichtes und gipfelt dann in dem Chorus. Mad World. Mad World. Also eine Sache steht fest, dieser Refrain möchte uns nichts mehr beweisen. Die Akkorde kennen wir von gerade und auch die Töne in der Melodie F und As haben wir jetzt hinreichend oft gehört. Das Einzige, was neu ist, ist, dass die Töne so lang gezogen sind. Das steht für mich sinnbildlich für das Große und Ganze. Man reflektiert nochmal die Situation, man lässt einfach alles mal sacken, um drüber nachzudenken und sagt sich dann, tja, was willst du machen? So ist die Welt nun mal. Was für eine verrückte Welt. Aber das Dorische, das impliziert für mich auch immer dieses, naja, wer weiß, auch wenn alles so verrückt erscheint und so merkwürdig, vielleicht rückblickend war alles auch für irgendetwas gut. Ne? Diese Hoffnung steckt in diesem Lied auch und deswegen gefällt es mir so gut. Vielleicht hört ihr das Lied jetzt auch mit etwas anderen Ohren. Klickt euch gerne nochmal in meine Version rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Channel weitergeht, dann abonniert ihn gerne. Und wenn ihr mir helfen wollt, hier die Botschaft zu verbreiten, dann teilt das Video. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Enlarging your world.